An Aschermittwoch ist alles vorbei. So schön es auch war, alles ist vorbei. Das ist ein bekanntes Karnevalslied, das gerne im Rheinland gesungen wird. Na, die Tage der Ausgelassenheit, der Lebensfreude, sie enden mit dem Aschenmittwoch. Das ist der Tag, mit dem die siebenwöchige Fastenzeit beginnt. Eine Zeit der Umkehr, eine Zeit der Buße. An Aschermittwoch empfangen die Christen, zumindest in der katholischen Kirche, das Aschenkreuz. Mit dem Hinweis, bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Es erinnert uns daran, dass irgendwann alles vorbei sein wird, endgültig, und alle Masken angesichts dieser Tatsache fallen. Eine beliebte Karnevalsfigur, die diese Ambivalenz verkörpert, ist der Narr, der Clown. Er schlägt Purzelbäume, ist voller Lebensfreude. Und auf einmal ist er still, bitter ernst und ihm kullern Tränen über die Wangen. Und danach ist die Figur, die uns einen Spiegel vorhält, die uns die Wahrheit zeigen möchte. Er ist im Zirkus nicht der Held, der die wilden Tiere beherrscht, oder der Artist, der so leicht durch die Luft schwebt, sondern der sich an einer Seifenblase erfreut, das so bunt schillert im Scheinwerferlicht. Es auffangen möchte und zerplatzt. Irgendwann zerplatzen unsere Träume, die Dinge, die wir versuchen festzuhalten. Es ist eine bittere Wahrheit. Und der Narr, der Clown, er möchte uns diese Wahrheit zeigen. Und auch die Karnevalslieder, die wir vor einigen Tagen noch gesungen haben, sind wie eine Art Spiegel, die uns vorgehalten wird, die uns die Wahrheit zeigen möchte. Ein solches Lied ist das Lied der Höhner über den Narren. Sie singen, er war nur ein Träumer, ein Spinner, ein Narr. Er hatte Ideen, die keiner verstand. Er hielt einen Spiegel vor ihr Gesicht. Aber sie sah nur den Narren. Sich selbst sahen sie nicht. Sie waren gefangen hinter offenen Türen, zerschlugen den Spiegel und sie sperrten ihn ein. Und sie dachten, jetzt wird endlich Ruhe sein. Das erinnert mich an ein Bild von Roland Nitzenburger. Er malte Christus als den König der Narren. Selbst seine Verwandten sagten zu ihm, er ist von Sinnen, er weiß nicht, was er sagt. Sie verstanden die Wahrheit nicht. Und Christus ist geschminkt wie ein Clown, wie ein Narr, und seine Krone ist eine Narrenkappe, eine Krone aus Stacheldraht. Und in der Ballade der Höhner heißt es weiter, der Narr, er schaute zum Himmel, sein Herz in der Hand,
las in den Sternen, was keiner verstand. Nur eine, so heißt es. Sie konnte die Botschaft verstehen. Sie nahm ihn ganz einfach, so wie er war. Sie nahm ihn ganz einfach so, wie er war. Vielleicht ist das, was wir in der Fastenzeit für uns praktizieren könnten, dass wir ehrlich auf uns schauen, dass wir bereit sind, wirklich hinzuschauen, nicht die Augen zu verschließen und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, damit aufzuhören, mir und den anderen irgendetwas vorzumachen. Mich zu nehmen, wie ich bin. So heißt es weiter in einer anderen Ballade der Hühner. Nimm mich so, wie ich bin. Ich weiß, dass ich Fehler habe, aber ich kann nicht anders sein als so, wie ich bin.